marschieren wir hier. Ja, heute mal ein kurzes Video zum Thema Expertenstatus, sofern man das Ganze überhaupt so einordnen kann. Und meiner Meinung nach ist das größte Problem, was die Menschen haben, wenn es darum geht, ja, zu bloggen oder einen eigenen Expertenstatus aufzubauen, ist einfach das mangelnde Selbstvertrauen in die eigene Person, ja, das mangelnde Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in das eigene Wissen, weil ja, in vielen Gesprächen, ja, mit meinen Lesern, mit meinen Zuschauern, ja, mit meinen Coaching-Kunden, mit meinen Teampartnern, da höre ich immer, ja, die Aussage oder so ähnliche Aussagen wie, ja, über was soll ich denn schreiben? Kann ich das einfach so machen? Ja, es gibt doch andere Menschen, die über das Thema viel, viel mehr Bescheid wissen als ich. Und die stellen dann quasi ihr Licht so ein bisschen unter den Scheffel und trauen sich dann gar nicht so richtig rauszurücken mit ihren Informationen und damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich antworte dann immer, ja, wenn mir jemand sowas sagt, sage ich, ja und, was soll's? Ja, es wird immer eine Person geben im Leben, die irgendetwas besser kann als du. Ja, die schneller laufen kann als du, die schlanker ist als du, die mehr Wissen zu deinem Thema hat als du. Es wird es immer geben. Aber das sind ja auch gar nicht deine Kunden. Ja, deine Kunden sind doch die Menschen, ja, denen du weiterhelfen kannst. Und du bist dann ein Experte, das ist meine Meinung dazu. Du bist dann ein Experte, wenn du mehr weißt als die Person, die dir gegenübersteht. Weil dann kannst du Mehrwert in das Leben dieser Person transportieren. Du kannst sie weiterbringen auf ihrem Weg und diese Person wird dann auch dementsprechend, ja, dir auch dementsprechend dankbar sein, ja, wenn sie vorankommt. Also das einfach mal hier so dazu. Aber was da eigentlich dahinter steckt, hinter diesem ganzen Thema, ist eigentlich so, ja, nicht mal so sehr, dass man vielleicht gar nicht dran glaubt, dass das eigene Wissen ausreicht, um anderen zu helfen, sondern oft ist ja auch so die Angst vor Kritik da, ja, dass man dann so denkt, oh, wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe, so wie jetzt mit diesem Video zum Beispiel, gibt es bestimmt Menschen, die das Video total schlecht finden, ja, aber es wird auch Menschen geben, die finden es gut und es ist einfach die Frage, auf welche Personengruppe konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich auf die Menschen, die, ja, denen ich weiterhelfen kann, die dankbar für die Hilfe sind, oder konzentriere ich mich auf die Menschen, ja, die einfach nur das Haar in der Suppe suchen? Die sagen, oh, dein T-Shirt hat die falsche Farbe, oder du hast die falsche Frisur, oder das sind Rechtschreibfehler im Text, oder du sprichst Dialekt, kannst du nicht Hochdeutsch sprechen. Es gibt ja so viele Punkte, die da sein können. Du kannst eh nicht allen das Ganze recht machen. Und ich habe, beziehungsweise ich kenne keinen, der wirklich erfolgreich ist, der die Leute einfach kritisiert. Ja, die haben da gar keine, erfolgreiche Menschen haben gar keine Zeit dazu, Menschen zu kritisieren und sie wissen selbst, dass sie irgendwann mal ganz unten angefangen haben und sich auch dementsprechend nach oben gearbeitet haben. Und von daher wird ein erfolgreicher Mensch auch immer die Leistung anderer Menschen wertschätzen und nicht irgendwie schlecht machen. Und Kritik zum Beispiel, wenn sie konstruktiv ist, ist ja auch gar nichts Schlechtes. Die bringt uns voran, auch beim Aufbau deines Expertenstatus, weil du kannst dich verbessern, du kannst gucken, was kannst du noch besser machen. Und das ist gar nicht verkehrt, wenn es um konstruktive Kritik geht. Aber die Angst, die da rauskommt, ist nicht mit der konstruktiven Kritik, sondern es ist, man hat eigentlich Angst vor den Menschen, ja, die einen kritisieren aufgrund irgendwelcher Erscheinungen, falsches T-Shirt und so weiter. Ja? Okay, ich möchte jetzt das Video einfach abschließen mit zwei Zitaten. Das eine ist von Seneca und das andere von Abraham Lincoln. Und Seneca sagte beispielsweise zu diesem Thema dazu, im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür ist es nicht gebaut. Und was ich sogar noch viel, viel passender und besser finde, ist das Zitat von Abraham Lincoln, der sagte, denke immer daran, dass deine eigene Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, wichtiger ist als alles andere. Und wenn du nicht an dich glaubst, wenn du nicht an deine Fähigkeiten glaubst, wer soll es dann tun? Also, pack's an, sei mutig. Ich bin fest davon überzeugt, du hast eine Botschaft, du hast eine Leidenschaft, wo du mehr weißt als andere, wo du anderen Menschen mehr helfen kannst. Und wenn du das noch nicht, oder wenn du jetzt noch diese Leidenschaft oder diese Botschaft noch nicht gefunden hast, dann such sie, finde das und ja, werde erfolgreich.
Das ist das, was ich dir heute mit auf den Weg geben will. In diesem Sinne, du hast nur ein Leben. Geh raus, tu das, was dir Spaß macht, auf was du Lust hast und hör nicht darauf, was andere sagen oder über dich denken. Mach dich nicht abhängig von der Meinung anderer. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, viel Spaß heute, viel gute Energie und alles, alles Gute. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.